Trainer, ganz bitter 1 zu 2 Niederlage heute in Salzburg. Wie schaut deine Analyse aus? Hermel, tut es extrem leid für die Burschen. Sie hätten sich sicher den Punkt verdient. Unglaubliche zweite Halbzeit gespielt, also gute Entwicklung. Das haben wir ja gesagt, dass wir da oft nach Rückschlägen unseren Faden verlieren. Das war heute das Gegenteil. Das hat gepasst. Wir waren vielleicht sogar in den Kontersituationen dran, das Spiel vielleicht sogar zu gewinnen. Anders ist es gekommen und das ist natürlich das zweite Mal jetzt gegen Salzburg extrem knapp und heute tut es noch ein bisschen mehr weh. Niki, sehr bitter 1 zu 2 Niederlage heute in Salzburg. Wie schaut deine Analyse aus? Ja, sehr bitter. Ich glaube, dass wir erste Hälfte uns sehr schwer getan haben, ein Spiel zu finden, dann in der Halbzeit uns gefasst haben und in der zweiten Hälfte dann gutes Spiel gemacht haben, Kampfgeist bewiesen haben, Moral bewiesen haben und viele Chancen herausgespielt haben, dann das 1-1 machen und am Ende kriegen wir wieder mal das 2-1. Sehr bitter ist. Kevin, 1-2 Niederlage in Salzburg. Wie schaut deine Analyse heute aus? Ja, es ist sehr, sehr enttäuschend. Ich glaube, da war heute einiges mehr drin. Und auch im Ausgleich haben wir, glaube ich, phasenweise wirklich gut gespielt. Genau das, was wir uns vorgenommen haben. Ärgerlich war sicher das erste Tor, erste Halbzeit, weil ich glaube, sonst haben wir auch nicht wirklich viel zulassen. Dass man dann so billige Gegentore kriegt gegen Salzburg, ist natürlich umso ärgerlicher. Aber ja, wir sind gut zurückgekommen. Wir haben zweite Halbzeit genau das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Aber dann am Ende so das Tor zu kassieren, ist natürlich sehr bitter und tut richtig weh.